Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen fetten Folge Star Wars Battlefront. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Alter, der kriegt so viele Hitmarker ab. Krasser Scheiß, Junge. Krasser Scheiß, Bruder. Alter, wo bin ich hier überhaupt? Ach so, hier, auf der Seite. Leute. Mach keinen Scheiß jetzt. Sauber, Leute, ohne Witz. Fuck, da war ja tatsächlich... Der war da unten noch. Och, Mensch, ey, Leute. Naja, auf jeden Fall, wie immer, natürlich viel Spaß mit der neuen Folge. Vergesst nicht zu bewerten, ja? Vergesst nicht zu bewerten. Denn ihr wolltet mehr Star Wars sehen. Was ist da los, Leute? Was ist da los? Warum rettet der kleine Teil der Zuschauerschaft den großen Teil eigentlich immer dem Arsch und bewertet so krass stark, weißt du? Aber wo ist der Rest? Wo ist der Rest, Leute? Was ist los? Kein Bock auf Star Wars, war das langweilig geworden. Kann ich verstehen, ey. Kann ich aber verstehen. Ich habe auch keine Lust, jetzt mal dem heftigen Boy zuzuschauen, wie er heftigsmäßig abgeht. Alles klar, Junge. Dieser Vader, Darth Vader. Ich lese den Namen in letzter Zeit öfters. Aber ich kenne den nicht, Alter. Er ist ein Lappen, glaube ich. Naja, aber es ist schön, Leute. Ist schön. Wo sind sie denn jetzt? Die kleinen Wannabe-Boys. Angefrackt die Sau, aber nicht getötet. Jetzt haben wir ihn getötet. Der guckt auch nicht auf sein Radar, wa? Y-Wing Peilsignal offline. Wir müssen den Uplink reaktivieren. Commander Skywalker ist eingetroffen. Ey, nein! Ach komm, verpisst euch doch. Dieser scheiß Assist. Hab ich schon mal gesagt, dass ich Assist hasse, einfach nur, wenn es auftaucht. Wo sind sie? Ich mach sie alle weg! Was ist los mit mir? Oh Gott! Wir haben die Uplink-Station aktiviert! Watch out jetzt! What? What the fuck, Junge? What the fuck, einfach nur. Oh, Pussy-Schild aktiviert! Pussy-Schild ist aktiviert! Nee, das ist meiner, Jungs. Das ist meiner. Aber das mit dem. Oh, danke, Jungs, danke. Das war sehr nice. Aber dass ich mit diesem Disruptor-Dings nichts getroffen habe, das ärgert mich ja auch schon wieder. Also, dass ich den nicht getroffen habe, angeblich. Die kriegen Besuch. Wo ist der Kollege hin? Bruder, wo bist du? Oh, fuck. Fuck, Alter, ich bin voll in der Zone drin, ey. 15-3, nice. Haben wir eigentlich gerade einen Helden? Haben wir, ja. Nice. Das freut mich. Keine Sorge, wenn ich meine Granate kriege, meine neue, dann mache ich wieder den heftigen Move, Alter. Aufgepasst, jetzt. Ah, Mist, ey. Wäre krass gekommen. Aber letztens die Granate hier. Ich glaube, das war sogar im Cat Bane Video, oder? Wo ich den heftigsten Granatenwurf aller Zeiten gemacht habe. Krasser Scheiß, Alter. Krasser Scheiß, Dicker. Ja, dieser Vader, der will schon wieder wissen, ey. Den hole ich mir. Ja, egal, ich habe ihn noch geholt. Dieser Vader, Junge! Ey, was ist denn das für ein Lappen, Alter? Wir haben eine Uplink-Station aktiviert. Für Gegenangriff bereit. Ist auch krass, wie seit Rogue One die Leute nur noch mit Vader rumlaufen. Das ist so krass, wie schnell sich Leute beeinflussen lassen von irgendwas, weißt du?
Vorher hat es kein Schwein gejuckt, niemand hat Vader genommen. Oder kaum jemand, weil er einfach für so große Modis auch ein bisschen zu langsam ist einfach. Und dann plötzlich denken sie sich, oh krass, Mann. Ey, ich bin wieder in Rogue One, Alter. Deswegen nehme ich den jetzt. Aber naja. Lando Calrissian ist eingetroffen. Uns wird diese Operation ein wenig Flair verleihen. Was wird er ihm verleihen? Flair? Ist es nicht ein Rapper? Bomber hat das Ziel. Oder wie einige auch gerne schreiben, Raper? Weil sie nicht wissen, dass man es mit Doppel-P schreibt. Und nicht wissen, was Raper heißen könnte, womöglich. Kann man da durchballern? Das wäre ganz nice. Tatsächlich, alles klar, gebumst habe ich ihn. Aber ordentlich, Alter. Ja, schön abgestaubt von mir. Nice, Alter. Nice. Mensch, du, ey. What? Was? Was ist los? Hat der AT-AT mich kaputt gedödelt? Oder was ist das? Was war das? Warum bin ich gestorben jetzt an der Stelle? Und warum schieße ich so scheiße? Und warum lebt Vader immer noch, der Fleck? Muss ich ihn jetzt wirklich eigenhändig umbringen, oder was? Aufgepasst, Leute. Ich werde jetzt Vader kaputt schlagen. Fuck, ein Schlag mehr! Vielleicht ein, zwei Schläge mehr! Ich hätte ihn fast kaputt geboxt! Ich hätte fast Vader kaputt geboxt! Ich habe ihn trotzdem geholt. So sieht's aus jetzt. Motherfucker, mach keinen Scheiß, Junge! Taxi-Sorg! Was ist denn los, Mann? Wir hatten doch eine Vereinigung. Wie meint man? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, was dann. Übereinkunft, Junge. Nicht Deutsch. Hey! Wenn ich mehr als alter Schwuchtel und Wichser sagen kann, dann bin ich schon stolz auf mich. Also bitte, ja? Ja. Bitte nicht jetzt hier auf einmal plötzlich die Ansprüche hochstellen. Fand es auch geil damals zu meiner Anfangszeit von YouTube. Ohne Scheiß, Leute, ohne Witz. Der häufigste Kommentar war da nicht, wie in heutiger Zeit, du Hurensohn, du Bastard, du dies, sondern bist du ein scheiß Türke? Die ganze Zeit, ohne Scheiß, die Anfangszeit, die ganze Zeit, bist du ein scheiß Türke? Bist du Türke? Bist du ein Kanake? Bist du dies? Und ich denke so, Alter, bei der Frage, bist du Türke? So richtig abwerten, aber, ich war ja, selbst wenn. Selbst wenn, was jetzt? Nein, ich bin's nicht, aber du hörst schon wie ein scheiß Kanake. Aber dann das nicht mal in richtig korrekten deutschen Satz bringen können. Du hörst dich an wie ein scheiß Kanake, aber nicht mal den Satz schreiben können. Das ist nicht mal schwer, Alter. Es ist nicht mal schwer, das zu schreiben. Aber Hauptsache beleidigen. Ja, ich fand das so lustig damals, so Anfangszeit. Erfassungssequenz offline. Wir müssen das Signal reaktivieren. Aber es fällt halt auf, weißt du? Wenn es dann mal. Es fällt halt dann auf, wenn es mal dann keinen gepuderten YouTuber gibt, weil so viele Leute, man merkt es, die kommen sowieso schon aus gutem Hause. Ja. Und gepflegt dagegen, so, wenn ich sowieso schon mit Rolex ankomme und dann nochmal extra Geld verdiene. Es sei denn gegönnt, so, weißt du, aber. Wenn man aus dem Ghetto kommt, Junge, beleidige mich nicht, Alter, sonst messer ich dich. Leute, ich find's so geil. Ey, Leute, jetzt hört mal auf, okay? Ein kleines Mistding. Jungs, gib mir doch mal eine Bagdad-Bombe. Seid doch mal jetzt keine Geier, Alter. Was ist denn los mit euch? Alter, wo versteckt der sich denn?
Heftige Geier, Alter. Heftige Geier. Ich krieg nicht eine Bagdad-Bombe ab, Alter. Als hätte nicht einer von den Bagdad-Bomben. Aber egal, ich hab Boss mitgenommen. Deswegen geht das schon in Ordnung. Ich war gerade richtig im Konzentrationsmodus. Man hat gemerkt, ich sag nicht ein einziges Wort mehr. Ich wollte ihn unbedingt noch holen. Ich hätte viel mehr rausholen können, so, aber... Naja, egal, scheiß drauf. Soll doch Spaß machen. Soll ja auch Spaß machen. Ich habe auch keine Lust, immer so auf Krampf abzuschimmeln, weißt du? Auch so mit Bosk oder sowas. Ich hätte keine Lust, immer nur hinten zu schimmeln, nur 100% darauf zu zocken. Ich darf bloß nicht sterben und so weiter. Das ist doch auch langweilig irgendwann, ich weiß nicht. Vor allen Dingen auch gerade mit Bosk kann man auch eigentlich relativ offensiv spielen, Alter, wenn man es drauf hat. Jetzt nicht ich, aber wenn man es drauf hätte, theoretisch könnte man den auch krass offensiv spielen. Offensiv und aggressiv vor allem. Ach man, 1 Millimeter weiter. 1 Millimeter weiter, weißt du? Da war es Millimeterentscheidung. Und bei mir untenrum, da sind schon Meterentscheidungen. Ach komm, halt doch dein Maul, Mann. Warum bringst du solche Jokes, die nicht mal lustig sind? Was soll denn das? Gute Arbeit. Denkt auch, der ist witzig einfach mal. Der Feind ist hier. Da ist nicht. Da ist schon wieder ein Hellsymbol! Verpiss dich, der Lufttransporter! Ey, was ist hier los? Was ist denn hier los, Mensch? Er nimmt nochmal Chewbacca, weil er da Bock drauf hat, Junge. Was ist denn hier los, Mann? Was ist denn hier los, Alter? Boah, Junge. Ohne Scheiß. Unfassbar. Krasser Scheiß, Mann. Kranker Scheiß, krasser Scheiß. Grüße gehen raus an alle, die nicht an mich geglaubt haben. Und Grüße gehen auch raus an die Leute, die immer an mich geglaubt haben. Danke für eure Unterstützung. Ich dachte, er wäre tot. 100% safe, dachte ich, er ist tot. Das geht mir am meisten auf den Sack, wa? Konzentrationsmodus. Was ist hier los, Motherfucker? Was ist hier los, motherfucking Scheiß? Was ist hier los, motherfucker Scheiß? Mein Aim ist so scheiße einfach gerade. Mein Aim ist so scheiße gerade. Aber, ey Leute, ohne Mist. Ey, komm, da kommen gerade ein bisschen Glücksgefühle hoch, Alter. Das ist eine absolut geile Runde. Ey Leute, ich möchte euch bitte, ey ohne Witz, wenn ihr hier nicht eskaliert, zweimal Vader getötet, zweimal Held bekommen, heftige Sprüche, obwohl das ist Standard, da brauche ich nicht extra erwähnen hier. Ey, unfassbar, unfassbar, oh Gott, das ist einfach geil, das ist schön. Boah, scheiße, Mann, da werde ich mir was gönnen, Alter, letztes Mal stand auch in den Kommentaren, als ich so gesagt habe, ja, ich werde mir selber nicht einen runterholen, ich lasse mir einen runterholen. Gönn dir eine Nutte, Bruder! ich finde das so geil, einfach nur. Das ist so eine Scheiße. Watch out this shit. Watch out, watch out, watch out, Mann. Moment, Moment. So. Ich krieg den kleinen Ficker nicht. Ich krieg den kleinen Finger nicht und er snipe dich weg, Dominator 1508. Krasser Typ. Der Kampfläufer ist ungeschützt. Konzentriert eure gesamte Feuerkraft auf ihn. Oh ey, diese Geschütze, wa? Da ist schon wieder ein Hellsymbol! Da ist schon wieder ein Hellsymbol! Gönn's dir, Brudi! Da war schon wieder ein Hellsymbol! 50-13! Ist eine krasse Runde.
was passiert ist, nicht wie ich abgegangen bin. Sehe ich selber, es ist ja eher logisch. Ey, wenn du zweimal einen Held bekommst, und nur 50 Kills rausholst, ist nicht gut, so von der Ausbeute her. Aber man muss auch sagen, ich habe drei Helden getötet, stimmt, das waren ja sogar drei. Jedes Mal, wenn ich selber ein Held war, habe ich gegen Helden gekämpft, gegen fünf Leute, ich habe null Unterstützung bekommen gefühlt, Geschütze ohne Ende und die Droiden und diese Infanteriegeschütze, dass die überpowered sind, das brauchen wir gar nicht nochmal diskutieren, das ist einfach der letzte Bullshit, die Sachen sind einfach zu heftig, finde ich. Von allem, von links, von rechts, von oben, von unten, boah, krass, Mann. Aber war trotzdem eine coole Runde. So, Leute, wie gesagt, Escalation in den Bewertungen. Wir hören uns beim nächsten Mal, Leute. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Haut rein. Tschüss.